So, jetzt gehen wir raus. Und wir brauchen natürlich wieder Handschuhe und Mütze. Und die sind bei mir da im Schrank oben. Und das ist eigentlich Handschuhe und Mütze. Ach, Schande! Mann! Ja, also so konnte es nicht weitergehen. Und das werden wir jetzt da ändern. Und da bauen wir jetzt irgendwie ein Regal auf. Auf geht's. Und aus diesen beschichteten Spanplatten werden wir das Ganze machen. Das sind teilweise Reste, wo ich da bekommen habe. Und auch unterschiedlich dick, aber das macht nichts. Das kriegen wir schon irgendwie gleichmäßig hin. Aber dazu müssen wir es erst einmal zuschneiden. Bevor ich aber das Ganze schneide, werde ich da ein Klebeband aufkleben, damit die beschichtete Platte nicht so ausreißt. Ja, alle Teile geschnitten. Jetzt habe ich mir zusätzlich nochmal welche hergerichtet, weil ich nicht nur ein Fachreihen haben möchte, sondern zwei, weil das ja so ist, der Schrank hatte oben einen Rahmen drumherum und da werde ich einen Boden einsetzen, damit es auf der gleichen Höhe ist, weil sonst verschwinden die Teile hinter dem Rahmen von dem Schrank. Genau. Und jetzt bauen wir das Ganze einfach mal auf. Das heißt, das Regal soll ja so ausschauen, wie es hier an der am Schrank hängt. Und jetzt stelle ich das einfach mal so hin, damit ich dann das Ganze einfach mal von der Größe her messen kann, ob ich mich da vermessen habe oder nicht. Ja, so schnell kann es gehen. Und das Ganze hat jetzt eine Länge von 67,7, 68 habe ich Platz. 3 mm Luft passt genau. Dieses Regal ist natürlich jetzt seitlich jetzt verdreht, das ist schon klar, aber im Prinzip müsst ihr euch das so vorstellen, das da unten, das sieht man später nicht. Ja. Und deswegen darf das auch ruhig ein anderes Holz sein. Ja, die Frage ist jetzt noch, was mache ich mit den offenen Kanten hier vorne? Man könnte das Ganze jetzt verspachteln, verschleifen und lackieren und so weiter. Also ich lasse das jetzt einfach so, weil es darf da ruhig ein Kontrast herrschen zwischen dem Weißen. Also macht ja nichts meiner Meinung nach. Mir gefällt es sogar besser, wenn hier etwas das Ganze ein bisschen anders ausschaut. Schaut natürlich nicht passend zu dem Schrank da oben aus, aber das sieht man auch wiederum nicht oder beziehungsweise das sehen nur wir. Und mich stört das gar nicht. Und wenn der Schrank mal erneuert wird, kommt es sowieso wieder runter. Also es ist ja nur ein Ablagefach für Handschuhe, Mützen und Regenschirme. Jo. Und deswegen werde ich die Kanten hier vorne nur lackieren. Jetzt spanne ich mir hier noch die Wasserwaage hin, damit ich das Ganze auch im rechten Winkel hier aufbauen kann. Ja, diese Wasserwaage ist natürlich nicht da, damit es gerade im Wasser ist, sondern einfach damit ich einen Anschlag habe. Ich werde hier das einfach so anlegen. Und jetzt habe ich mir noch ein paar Hilfsleisten gemacht, weil der untere Boden soll ja etwas höher montiert werden.
und der nächste Boden kommt hier oben hin. Und das Ganze selber, ich hätte natürlich auch hier in der Mitte eine Leisten machen können, aber die bringe ich dann so schlecht raus und die halte ich mir einfach her, mache es fest, kann es wieder wegmachen. Und das mittlere Fach ist jetzt bewusst etwas größer, weil nach oben hier sind noch ein paar Zentimeter offen, also habe ich oben sowieso mehr Platz. Und ich werde das Ganze jetzt nicht verschrauben, nicht verdübeln. Ich habe auch schon gedacht gehabt, ich fräse mir hier was ein und lasse das ein, aber der ganze Aufwand, ich versuche es jetzt einfach mal nur mit Silikon. Ob es hält, das werden wir dann sehen. Ja, und so werde ich jetzt eins nach dem anderen hinbauen. Da habe ich schon Silikon drauf. Also nehme ich diese Platte und lege es einfach drauf. Einfach, so einfach. Und der letzte. So, dann kann es trocknen. Ja, jetzt ist das Teil getrocknet. Also wie gesagt, das ist alles nur, habt ihr gesehen, mit Silikon verklebt. Und jetzt nehme ich nur mal den obersten Boden und hebe das Ganze hoch. Also das ist schon alles stabil. Kann man so machen. Ja, dann werden wir das Ganze dorthin bringen, was hingehört, und schauen, ob es passt. Jawohl. Perfekt. Ja, und so ist es eine saubere Sache, aufgeräumt. Man kann jederzeit jedes einzelne Teil da oben runternehmen. Und wenn euch das jetzt gefallen hat, das Regal da oben nur aus Silikon, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, eure Kommentare reinschreiben, was ihr da für Erfahrungen habt. Und also ich bin jetzt momentan zufrieden, ich habe sie noch nicht lange, aber ein paar Mal haben wir es schon benutzt jetzt mittlerweile. Und ja, es ist eigentlich im Vergleich zu vorher richtig perfekt. Okay, also in dem Sinne, nimm's leicht und mach's dir leicht, damit meine Tipps wird's leichter. Servus!